Heute geht es um Schärfen und um Skalieren bei der Ausgabe im Lightroom. Ich hole mir meinen RAW-File, wie üblich importieren. Entwicklungseinstellungen, Copyright. Wunderbar. So, jetzt richte ich mir das File her, das ist nicht viel notwendig. Normalerweise drücke ich auf Exportieren, sage, was ich will. Zum Beispiel Adobe 16-Bit RGB. Exportieren. Fertig. Und gehe in Photoshop und stelle es frei und so weiter. Wenn ich aber jetzt geschwind was für die Webseite brauche, sagen wir, das Foto wäre fertig, kann ich zum Beispiel machen wir JPEG. Sagen wir mal ein sRGB. Normalerweise wäre das Foto jetzt die üblichen 2000 x 3000 Pixel oder was die Kamera hergibt. Ich will es aber, sagen wir 600 Pixel. Gehe auf Bildgröße, sage 600 mal 600, das heißt, die längste Seite wird 600 Pixel weit. Auflösung ist im Prinzip wurscht, ändert nichts. Zugriff exportieren und habe ein JPEG 600 Pixel auf der langen Seite. Problem ist, es ist nicht scharf. Gehe nochmal rein und jetzt kann ich hier Ausgabenschärfe einschalten. Was da jetzt eingestellt ist, ist im Prinzip wurscht. Am besten ist, man nimmt eine Einstellung und verwendet sie immer. So, zack, und schon habe ich ein fertiges Foto. 600 Pixel auf der langen Seite und geschärft. Das wird man jetzt da so nicht wirklich sehen. Na, oh ja. Zack. Ohne Schärfung, mit Schärfung, passt, fertig, da kann immer viel schief gehen. Beim TIFF schärfe ich es normalerweise im Photoshop nach dem Freistellen oder auch nicht, weil im Prinzip sollte ja der Kunde schärfen vor dem Drucken. Aber fürs Internet, wenn man schnelle Sachen macht oder wenn man die Fotos nicht mehr im Photoshop bearbeitet, sondern weitergibt, kann man natürlich mit diesem Schärfen nachher die Fotos wirklich fertig herrichten. Man muss nur aufpassen, dass man das nicht vergisst und beim nächsten Mal statt der vollen Größe die Fotos in 600 x 600 liefert. Das heißt, am besten immer mit Vorgabe arbeiten, wo das eben nicht drinnen steht, beziehungsweise eine neue Vorgabe machen fürs Web, 600 Pixel geschärft oder so, und dann einfach nur aufrufen. Ja, das war's.